Hallöchen und damit sei gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und selbstverständlich und natürlich auch Eglandum zu einem neuen Part Minecraft Anor mit dem Zwergenfürst. Ja, hier sind wir und hier werden wir mal gleich weg von der Wüste rudern und paddeln übers weite Meer und Richtung neues Land. Und ich würde mal sagen, so beginnen wir diesen Part hier auf hoher See. Da hinten ist ein bisschen Gebirge, aber nicht genug Gebirge. Ich möchte erstmal über den weiten Ozean fahren. Na dann. Jetzt fahren wir in die Brunsicki. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Oder auch nicht. Oh, hier endet die Map. Ich kann hier nicht weiter. Kann das sein? Ich backe hier am Rand fest. Ich kann hier nicht weiter durch den Ozean fahren. Das ist das Ende der Welt. Ich falle hier runter, wenn ich weiterfahre, wenn ich fahren könnte. Ist ja geil. So viel dazu, die Erde ist eine Kugel. Hier ist das Ende. Ich komme nicht weiter. Ich kann hier nur am Horizont entlang fahren. Und dieses Gebirge dort besteigen. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Das Erobern und Erkunden. Ja, hier komme ich auch nicht weiter. Das ist so ziemlich die letzte Etappe. Dann verlassen wir mal das Boot. Es war ja eine lange Tour durch den Ozean. Das hat ja lange gedauert. Dann bauen wir das Boot mal wieder ab. So, jetzt holen wir uns natürlich noch mit. So, wir können da wirklich nicht lang. Ich drücke. Ich komme da wirklich nicht lang. Das ist hier wirklich die Grenze, die Border. Hier. Ich kann da lang. Ich vermute mal, ich kann auf diesen Grasspalten nicht drauf. Ich kann da nicht lang. Das ist outside the map. Oh, Klausiana. Hier, am Ende der Welt. Hallöchen. Ein Huhn. Na dann, schauen wir mal, dass wir hier über den Berg kommen und vielleicht finden wir hier am Ende der Welt ein schönes Örtchen, wo wir unser erstes Gebäude aufbauen können und das Dorf gründen können. Das Dorf am Ende der Welt, ein Gebirge am Ende der Welt, ist doch zumindest etwas. Kann man machen, oder? Ein Dorf. Irgendwo, nirgendwo am Ende der Welt. Ist doch eine Adresse. Da kann man schon mal stolz in seine Briefe schreiben. Ich wohne am Ende der Welt. So schaut's aus. Oh, und da ist meine Spitzhacke kaputt gegangen. Meine Holzspitzhacke. Vielleicht finden wir hier irgendwo Stein, dass wir uns mal eines Tages eine Steinspitzhacke bauen können, craften können und daraus dann eines Tages mal damit eines Tages mal weiter hinab können, um Eisen zu bekommen und wieder eine Eisenspitzhacke. Hake, natürlich. Genau. Und es wird schon dunkel. Wie kurz sind denn hier die Tage?
Minecraft. Das ist ja dämlich. Ich meine, ich habe hier fast kein Licht mehr und ein Bett habe ich auch noch nicht. Konnte ich mir auch noch nicht craften. Das habe ich leider beim letzten Mal verloren, als ich Game Over ging. Als ich starb. Da muss ich mich jetzt einfach mal durch den Berg nach oben graben. Mühsamst kleine Stückchen von Stein abtragen mit der Faust. Soll der Mist. Vielleicht versuche ich mich mal hier länglich hochzubauen. Ist ja ein wahnsinniger Erfolg hier. Da habe ich eine Treppe in den Berg reingebaut und der geht hier noch meterweise nach oben. Ist halt, glaube ich, wirklich das Klügste, sich mal links und rechts am Berghang lang zu arbeiten. Dann kommt man vielleicht auch mal oben an. So, und da sind wir irgendwo oben angekommen. Ja. Ich sehe Lamas. Kann es sein, dass das Lamas sind? Schaf! Ich brauche mal deine Wolle, Schaf. Damit irgendwann mal doch ein Bett leisten können. Na, das sieht doch schön aus hier. Noch ist Nacht, aber sieht doch hier nach einem Tal aus und nach einem Berg, wo man sich mal unter Umständen hineinbauen kann, wo man mal was Doofmäßiges aufbauen kann. Ich brauche mal mein Schwert, mein Holzschwert. Geht das vielleicht ein bisschen schneller? Ja, eins Wolle. Was habe ich denn im Inventar? Eins Wolle. Da fehlen mir nur noch zwei. Wie bekannt. Kuh. Nein, ich brauche jetzt nicht Kuh. Ich brauche aber hier ein bisschen von dem Holz des Baumes. Ein Lama. Kann man das auch töten, um Wolle zu bekommen? Bringen Lamas auch Wolle? Ja, wie auch immer. Wir werden heute auf jeden Fall mal anfangen, irgendwas zu bauen. Deshalb kann ich hier auch schon mal anfangen, fleißig Holz abzutragen. Auch schon bei Nacht. Ja, was bleibt mir anderes übrig? Schlafen und mich ins Bett legen geht ja nicht. Und dann werde ich mal. Okay. Schlimme Geräusche hier bei Nacht. Dann werde ich mal schon meine erste Holzhütte hier mal aufbauen, wenn ich genug Holz dabei habe. Und schon so ein bisschen, ja, versuchen heimisch zu werden. Ja, okay. Sorgfältig durchgelesen, die Anleitung. Das ist die Noob-Version für Anfänger. Gibt es dann immer eine kleine Erklärung oben rechts in so einer Infobox. Für Leute wie mich, die das noch nicht kennen, gibt es dann immer so einen kleinen Hinweis. Holz kannst du abbauen. Oder so weiter. So ähnlich und so fort. So. Jetzt haben wir schon ein klein wenig Holz. Das wird nicht reichen für ein ganzes Hütchen, aber. Ja. Ein Lama. Was kann ich denn mit dir machen, Lama? Irgendwie kann man nicht bestimmt satteln. Ich habe noch keine Ahnung, wie man das machen kann. Braucht man bestimmt irgendwie Kuhleder dazu, um irgendwie einen Sattel zu machen. Bestimmt geht das irgendwie auf diese Weise. Auf diese Art und Weise. Oh, und da kommt schon der Morgen. Morgengrauen. Die Sonne steigt über den Horizont. Habe ich etwa die ganze Nacht lang gebraucht, um mich hier hochzuholen. Den weiteren Weg aufs Gebirge. Ja, am Tag sieht man bestimmt ein bisschen mehr.
Und ich sehe gerade, ich muss gleich mal die Aufnahme unterbrechen und mal ein bisschen die SD-Karte leeren. Die ist nämlich wahnsinnig voll und ich habe nur noch 2 Minuten Speicher auf der SD-Karte. Das wäre blöd, wenn ich gleich irgendwas reden würde und die Aufnahme einfach abbrechen würde und ja, ich dann weiterreden würde und das nicht drauf wäre auf der SD-Karte. Deshalb, ja, halten wir bei diesem schönen Bild hier, dem Lama und den Sonnenaufgang an und sehen uns gleich wieder, wenn ich mal die SD-Karte ein bisschen geleert habe. Okay. So, die Sonne ist aber relativ schnell aufgegangen. Ja, das ging ja zügig. Jetzt ist es hier hell und weiß und grell. Hab jetzt mal so ein paar alte Videos von der SD-Card gelöscht. Dann kann es ja mal weitergehen. Können wir mal gucken, wo wir hier am besten unser Hütchen aufbauen. Dann bauen wir schon mal heute die erste Wand hier. Das erste Hütchen. Oh, das ist Holzschwert kaputt gegangen. Hier ist halt nur ein Holzschwert. Werkbank. Platzieren. So, mal gucken, was ich mir hier an Waffen. Steinspitzhacke, da habe ich noch nicht genug. Aber hier haben wir Holzspitzhacke. Und damit kann ich da mal ein bisschen Stein abtragen, damit ich mir eine Steinspitzhacke gönnen kann. Schwert ist jetzt eher zweitrangig. So, wo haben wir denn Stein? Stein, Stein, Stein. Ich sehe hier nur Erde. Erde, 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 Erde und Erde und noch mehr Erde. Das ist doch in Gebirge, da wird doch irgendwo Stein sein. Da sehe ich doch schon Stein. Zack. Bruchstein. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. So, genug Stein. Mir holen. Ja, hier nicht runterfallen. Nee, das. Stein für die Butze ein bisschen benutzen, aber ich würde erstmal mit Holz anfangen. Hier oben auf dem Berg irgendwo. Vielleicht hier sogar ein erstes quadratisches Gebilde aufbauen. Da schauen wir mal, was wir hier im Inventar haben. So. Ja, da brauche ich noch ein bisschen Holz für den Stiel hier. So ist gut. Und zack, habe ich da meine Steinspitzhacke. Dann können wir die Holzspitzhacke prinzipiell wegwerfen. Und wir behalten sie mal so lange, bis unsere Steinspitzhacke mal kaputt geht. Fürs Bauen brauchen wir es erstmal nicht. So, Eichenbretter. Dann machen wir ein paar Eichenbretter. So, sind das Eichenbretter? Das sind Fichtenbretter. So, jetzt habe ich hier Fichtenbretter und Eichenbretter. Okay, ja. 44 Eichenbretter und 12 Fichtenbretter. Ich glaube, wir fangen erstmal mit den Eichenbrettern an. Davon haben wir schon mal genug. Die Fläche hier, die ist doch sehr hübsch. Da ist die schöne Kuh hier drauf. Können wir mal hier mit der Holzspitzhacke mal ein bisschen den Boden abbauen, dann ist das sogar noch ebener, dann kann man da noch ein bisschen größer drauf bauen. Ich glaube, da kann man nicht so gut anfangen, das kann man, darauf kann man bauen.
musst da mal verschwinden, du störst mich da ein bisschen beim Abbau der Erde. Nix. Du musst leider auch dort verschwinden. Tut mir leid, ich will dir nichts Böses. Ja, komm. Tut mir leid. Ich wollte dir nicht wehtun. Standst mir bloß im Weg. Okay. Lama. Es tut mir leid. Wollte ich wirklich nicht verletzen. Wir bleiben Freunde. Okay. Fläche. Ah. Klaus Verwandter hier. Ist auch da. Das ist doch Klaus Nummer 2. Wenn der mal hier nicht bleibt. Das kann doch unser Haustier bleiben. Klaus Cousin. Der wird jetzt sein Nachfolger. Klaus der Zweite. So, da hätten wir Erde im Angebot. Jede Menge Erde. Fichtenbretter und Eichenbretter. Ich fange mit Eichenbrettern an. Mit Erde zu bauen. Ja, Dirthaus, das ist wirklich vorbei. Können wir hier mal die erste Wand bauen. Ich sag's ganz ohne Schand. Ich baue jetzt eine Wand. So, dann ziehe ich hier erstmal eine schöne Wand in die Höhe. Da, da. Noch ein Block breiter hier. Dahin. Da kann vielleicht was draus entstehen. Zack. Hier, zack. Dort, zack. Da, zack. Zacke die Duster. Dann steht hier eine Wand. Hier mal hoch, hoch, hoch. Soll ja nicht nur ein kleines Häuschen werden. Autsch! Sondern ein bisschen höheres Häuschen. Vielleicht unter Umständen mehr Etagen. Dass man da nicht nur sein Bett abstellen kann, sondern auch im oberen Täschchen mal ein bisschen was machen kann. Seine Werkbank hinstellen, Ofen bauen und so weiter und so fort. Und es wird schon wieder dunkel, ich sehe es doch schon. Das sind wirklich sehr, sehr kurze Tage hier in Minecraft Anno. Das müssen wir mal irgendwie verlängern. Wir müssen mal irgendwie ein Gesetz erschaffen, das es dem Tag verbietet, zu kurz zu sein. Und wir als Fürst, als Zwergenfürst, können das doch bestimmt irgendwie einrichten, oder? Ach so, ja, jetzt fehlt mir das Holz. Treppenmäßig aus, können wir zumindest einmal hier noch ein bisschen Holz holen. Ja, hier ist doch ein schöner Stamm. Zack.
unterkommen, ohne Fellschaden zu kassieren. Möglichst wenig Schallfaden zumindest. Ach, der Schallfaden schon wieder. Ah, der wird hier noch öfters kommen. Und gewöhnt euch dran. Blickstamm verbuchselt. So, betrachten wir mal die Wand. Ah, da oben ist noch ein kleiner Klotz. Den müssen wir noch verändern. Das sieht nicht schön aus. Du bist noch anders Holz. Zack. Und jetzt wieder runter. Dann schauen wir uns das Ganze mal von woanders an. Wie unsere kleine Wand denn gewohnt ist. Projektwand. Wie schaut's aus? Joa, sieht doch schon ganz dufte aus. Kann vielleicht irgendwann mal größer werden. Aber ja, jetzt fürs Erste, jetzt der erste Grundstein, die erste Grundwand jetzt gelegt, Grundmauer gesetzt. Ja, auf jeden Fall. Kann man schon so anbieten. Ach, Lama kommt auch noch mit dazu. Ja. Lama und Wand. Ja. Was für ein schönes Bild. Bei Tageslicht gleich viel besser. So, Lama noch da. Können wir hier vielleicht ein bisschen weiter bauen. Hier die ersten Wände aufbauen. Ein bisschen weiter. Jetzt nur eine Wand. Ja, könnte ein bisschen helfen. Gefährlicher Fallschaden. Sollte vielleicht nicht vorkommen. Nicht so häufig. Wie machen wir das am dümmsten? Wir graben uns mal runter hier. Wollen wir hier nicht sterben. Und machen einfach Etage für Etage. Ich glaube, das wäre das Klügste. Dass wir hier nicht einfach hohe Mauern bauen und uns dann Schellfaden. Okay. Ist das Holz alle? Dann müssen wir Bäume abbauen. Wir grasen hier einfach alles ab. Wir vernichten den Wald um uns herum und bauen uns daraus ein Holzhaus. So ist richtig. Wow, was sind das für Töne hier? Sind ja schlimm. Irgendwelche Monster, die hier in ihre Hörner blasen oder so ähnlich. Oder wie sieht das aus hier? Da haben wir unsere ersten Wände. Ja. Hübsch, hübsch. Oh, Kacke. Lama, ich muss da mal. Tut mir leid, sorry. Ich will nicht, aber. Ah, verdammt! Schaf,
Lama, tut mir leid. Ich will dir wirklich nicht wehtun, aber ich muss hier bauen. Sterben. Erstmal ein bisschen Fleisch, das könnte eventuell helfen, die Herzen zu generieren. Okay. Und schon wieder ist eine Nacht angebrochen. Ja. Haben wir schon 3 von 4 Wänden. Ja. Kann sich sehen lassen. Würde ich mal sagen, bauen wir hier Stück für Stück weiter. Und da wird irgendwann mal was draus. Und Haus für Haus wird jetzt hier entstehen. Und unser kleines Dorf wird hier wahrscheinlich in der Nähe oder auf diesem Berghang erbaut werden. Na dann, mein Gesicht von ganz nah dran. Auf jeden. Da haben wir unser erstes Ziel. Ich stelle mich jetzt hier in die meinen 3 Wände. Überlebt mal die erste Nacht auf dem Berghang.